Heute beim Elektrischen Reporter: Nachbarschaften, eine Falschmeldung und Science Porn. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Netz bringt Menschen aus aller Welt zusammen, während Nachbarn sich oft nicht mal beim Namen kennen. Warum also nicht das Netz nutzen, um Nachbarn zusammenzubringen, fragen sich einige, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Internet hat die Welt zusammenwachsen lassen. Man ist vernetzt mit Bekannten, die man lange nicht gesehen hat, und hält über Ozeane hinweg Kontakt zu fernen Freunden. Aber vor allem in Großstädten kommen ausgerechnet die Menschen unmittelbar um einen herum, die Nachbarn in den sozialen Netzwerken nicht vor. Facebook-Freundschaften zur alten Dame aus dem 5. Stock oder der jungen Familie von nebenan bleiben zumeist die Ausnahme. Mit dieser urbanen Anonymität will nun das Nachbarschaftsportal nebenan.de brechen. Die Gründer rufen die Renaissance der Nachbarschaft aus, fordern zum Klingeln auf und setzen auf die Sehnsucht der Menschen nach Zugehörigkeit in ihrem Viertel. Nebenan.de wurde gegründet, um genau das zu tun, um diese Anonymität, die man so teilweise in seiner eigenen Nachbarschaft empfindet, aufzuheben. Also um Nachbarn wieder kennenzulernen, um den Austausch anzustoßen, einfach um so ein bisschen Hilfestellung und Werkzeug zu sein, seine Nachbarschaft wieder zu erkunden. Ina Brunk, aufgewachsen in der DDR, möchte die Nachbarschaftshilfe von damals wieder aufleben lassen. Gegenseitig auf die Kinder aufzupassen, Lebensmittel zu tauschen oder sich die Bohrmaschine auszuleihen, war selbstverständlich. Über 100 digitale Nachbarschaften in ganz Deutschland eifern diesem Ideal inzwischen nach. Trotz kritischer Masse, die jede Gruppe erst einmal erreichen muss. Wenn man eine Nachbarschaft so als erste Person sozusagen ins Leben ruft, ist es einfach immer ganz wichtig, dass man Mitstreiter sucht, weil ja, ich nehme da immer gerne das Bild von so einer Party, wenn auf einer Tanzfläche nur einer tanzt, ist immer irgendwie schlecht. Ne? Da wird es immer erst interessant, wenn ein zweiter dazu kommt, weil dann ist relativ sicher, dass auch ein dritter kommt und ein vierter kommt und dass dann irgendwie was Schönes draus entsteht. Klaus Erler ist ein solcher Nachbarschaftsnetzwerker. In seinem Kiez sind bereits 250 Menschen auch digitale Nachbarn. Für den Mit-50er ein Stück weit Familienersatz. Dadurch, dass jede Anmeldung verifiziert wird, gibt das schon eine gewisse Sicherheit. Und dazu kommt, ich meine, Bergmann-Kiez ist irgendwo für mich der Favorite-Kiez überhaupt. Und dann so ein Portal, was genau mein Lieblings-Kiez verkörpert, insofern, da bin ich dann ein bisschen, nostalgisch oder fühle ich mich ganz wohl denn dabei. Das Vertrauen in die eigene Nachbarschaft ist bei Klaus Erler größer als ins offene, unbekannte Netz. Für ihn ist entscheidend, dass nur wirkliche Nachbarn Einblick in die Seite haben. Denen greift er gern unter die Arme, macht kleine Handwerkerarbeiten oder verleiht seine Leiter. Von Facebook und Co. hält er wenig. So unüberschaubar ist ihm das Ganze. Sein Wunsch für die Zukunft? Ich habe zum Beispiel inseriert, ich würde gerne eine Doppelkopfrunde machen. Oder wo einsteigen. Und Erwartung ist tatsächlich auch, dass man einfach auch ein paar Leute noch mehr kennenlernt hier aus dem Kiez, die man dann auch mit Namen begrüßt, wenn man sich draußen begegnet. Und nicht nur so vom Sehen so Hallo sagt. Aber nicht jeder ist begeistert von den virtuellen Dorfplätzen. Denn Anonymität und damit Freiheit von den Meinungen und der Einflussnahme anderer ist für viele Menschen ein hohes Gut. Nicht wenige entfliehen genau wegen des Anonymitätsversprechens der Enge der Dörfer und Kleinstädte und ziehen in die Stadt. Deren Sorge? Die Großstadt teilt sich in genau die kleinen Dörfer auf, aus denen sie einst geflüchtet sind. Für den Nachbarschaftsforscher Olaf Schnur müssen Nachbarschaftsportale deshalb aufpassen, nicht zu virtuellen Blockwarten zu mutieren. Wir wollen jetzt ja nicht in eine Situation im Quartier oder in der Nachbarschaft kommen,
wo wir starke soziale Kontrolle haben und uns die Nachbarn quasi auf den Füßen stehen und kontrollieren, wann wir kommen, wann wir gehen. Also dies wollen wir ja vermutlich die meisten von uns eigentlich nicht. Das heißt also, wir wollen die Individualität behalten und gleichzeitig möchten wir aber auch ein bisschen Gemeinschaft wieder zurückbekommen. Wohl dosiert, genauso wie ich es haben will. Ob am Ende ein Nachbarschaftsportal wirklich das Klima am eigenen Wohnort verbessert oder doch nur den Freiheitsgedanken der Großstadt beschneidet, das muss jeder für sich selbst beantworten. Klar aber ist, die Sehnsucht nach Verankerung ist groß. Ob dieses Bedürfnis jedoch unbedingt vom eigenen Nachbarn gestillt werden kann, zeigt sich dann spätestens beim ersten Nachbarschaftstreffen in der Offline-Welt. Das Netz verbreitet gerne und schnell, verifiziert aber nur eher lustlos. Um eine Falschmeldung mit Folgen geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Christiane. Ich bin die, die unter @moabithilf twittert. Und wir sind jetzt seit 6 Monaten hier beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz gesagt das in Lageso, und kämpfen für geflüchtete Menschen. Grundsätzlich geht es bei Moabithilf darum, anderen Menschen Unterstützung zukommen zu lassen, die in unterschiedlichsten Bereichen Hilfe brauchen. Sei es ein obdachloser Mensch, der eine Unterstützung braucht, zum Amt zu gehen, oder einen Schlafsack braucht, sei es geflüchtete Menschen, die Unterstützung brauchen bei Behördengängen, und momentan hat es sich eben kanalisiert hier auf das Lageso, weil hier tagtäglich Menschenrechtsverletzungen begangen werden und gegen das Asylbewerberleistungsgesetz verstoßen wird. Bei Twitter poste ich hauptsächlich natürlich für Moabit hilft, und dort geht es immer um die Probleme, die hier irgendwie durch uns gelöst werden müssen. Und letztendlich geht es eben darum, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Wenn uns hier Kinderwagen fehlen, dann machen wir darüber einen Post. Wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Demo, weil es reicht, es muss jetzt wieder auch politisch eine Bewegung geben, dann machen wir eine Demo und machen Aufrufe, selbstverständlich. Der Post betrifft eine Meldung, die ein Ehrenamtler auch aus der Flüchtlingshilfe gemacht hat. Er hatte die ganze Nacht mit einer anderen Ehrenamtlerin kommuniziert, dass er ein 24-jährigen Syrer bei sich hätte, der erkrankt ist aufgrund der desolaten Wartezeiten hier bei der Geso. Hat dann später geschrieben, dass der junge Mann verstorben ist. Und es hatte sich dann am nächsten Tag halt rausgestellt, dass das Ganze drehbuchartig und perfide einfach erlogen war. Und das geht gar nicht. Letztendlich ist es natürlich so, dass wir vorher schon aus dem rechten Spektrum schon Menschen natürlich hatten, die ein Auge auf uns hatten. Wir hatten vorher schon eine Bedrohung, aber das ist natürlich was, da warten die drauf, dass jemand wie wir einen Fehler macht. Durch diesen Post, der geteilt wurde, gab es eine gewisse Unruhe. Wir haben aber nicht wirklich Vertrauen von Bürgern verloren. Also es ist schon ein großer Gap zwischen dem, was in den sozialen Medien passiert und was draußen passiert. Auch wenn die Presse gerne von Überforderung schreibt, gibt es diese Überforderung bei uns im Haus nicht. Du kommst hier rein, es ist chaotisch, und dann findest du irgendwie in dem Chaos eine Struktur, und darin findest du unglaublich viele Menschen, mit denen du den ganzen Tag Spaß hast, und kannst mir eben empfehlen, einfach mal vorbeizukommen, mir zu helfen. Wissenschaft ist ein eher langwieriger und unspektakulärer Prozess, weswegen einige Zeitgenossen nun versuchen, wissenschaftliche Resultate etwas aufgesext unters Netzvolk zu bringen. Was davon zu halten ist, das fragt unser nächster Beitrag. Fotos, Zitate und Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft verbreiten sich im Internet oft viral. Im Netzjargon ist dann von Science Porn die Rede. Unter dieses Phänomen fallen kurze und niederschwellige Nachrichten, wie sie etwa die Twitter-Accounts und Facebook-Seiten I fucking love science und History in Pics veröffentlichen. Doch viele dieser Seiten verbreiten Hoaxes, also völligen Unsinn, warnt die Modebloggerin Susanne Schnattmeier. Die Expertin erkennt schon an der Kleidung, wenn es sich bei einem angeblich historischen Bild um eine Fälschung handelt. Dieses Bild zum Beispiel. Angeblich zeigt es eine Szene aus dem Paris der 20er Jahre. Wo man, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, sofort denkt, da kann was nicht stimmen, der Rock ist zu kurz, die Absätze sind viel zu hoch. Und dann habe ich eben angefangen, das zu recherchieren. Und tatsächlich, das Foto stammt in Wahrheit aus einer Ausgabe des französischen Modemagazins Le Figaro Madame von 2012.
In ihrem Blog Textile Geschichten entlarvt Schnattmeier noch mehr solcher pseudohistorischen Postings als geklaute und manipulierte Fotos mit häufig frei erfundenen Überschriften. Hinter den Accounts stecken in Wahrheit keine Historiker oder Wissenschaftler, sondern eher Social-Media-Profis, vermutet Schnattmeier. Und denen geht es nicht um korrekte Geschichtsschreibung, sondern um Reichweite. Denn die Retorten-Accounts sollen irgendwann Geld einbringen. Also wenn die eben so und so viele 100.000 Follower haben, dann sind die natürlich eine Menge wert. Und wenn man dann zum Beispiel einmal kurz nur ein Produkt dort bewirbt, dann kann man damit unfassbar viel Geld verdienen. So wie die Erfinder von History and Pics. Zwei Teenager, die mit ihren Accounts mehrere 100.000 Euro pro Jahr umsetzen. Henning Krause ist Social Media Manager der Helmholtz-Gemeinschaft. Er ist ein Fan von I Fucking Love Science und kopiert den Stil der Unterhaltungsseite sogar für seine eigene Arbeit. Denn die Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft unternehmen spannende Expeditionen in die Antarktis, arbeiten mit einem Teilchenbeschleuniger und erforschen faszinierende Nanostrukturen. Vor allem den Nachwuchs könne man mit Science-Porn erreichen. Und es geht sogar so weit, dass dann Leute sich bei uns bewerben und sagen, ich will jetzt hier mitarbeiten als Azubi, als Wissenschaftlerin, will bei euch eine Doktorarbeit machen, eben weil ich eure Podcasts gehört habe, eure Comics gelesen habe oder auf Facebook so tolle Inhalte von euch gesehen habe. Krause möchte noch viel mehr Kollegen ermuntern, ihren eigenen Science-Porn ins Netz zu stellen. So wie die Vorbilder aus den USA. Dort albern Elite-Professoren auf YouTube herum, NASA-Astronauten nehmen Musikclips auf und werden wie Rockstars gefeiert, während die meisten deutschen Forscher eher durch Zurückhaltung auffallen. Der Wissenschaftssoziologe Peter Weingart hingegen hält nicht viel von der Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken. Wissenschaftler sollten in seinen Augen nach Wahrheit suchen, nicht nach dem Applaus der Öffentlichkeit. Das ist die Welt des Advertising. Also das ist die Welt des Reklamemachens und mit Reklame Geld verdienen. Und dass Wissenschaftler sich auf dieses Geschäft in einer Weise einlassen und sich daran beteiligen, ist mir unverständlich. Trotz solcher Kritik stellen immer mehr Forschungseinrichtungen Spezialisten wie Henning Krause ein. Kommunikatoren, die zwischen Forschern und Laien vermitteln sollen. Und dass sich diese Arbeit lohnen kann, zeigt die Geschichte des kleinen Merlin. Der will wissen, warum Pluto kein Planet mehr ist. Die Weltraumforscher schicken ihm einen lustigen Brief als Antwort. Und der ist in den sozialen Netzwerken explodiert, muss man quasi sagen. Also ist unglaublich stark geteilt worden, weil die Wissenschaftler ihn zwar jugendgerecht angesprochen haben, ihm aber auch wissenschaftlich fundiert erklärt haben, warum der Pluto jetzt kein Planet mehr ist und was da Sache ist. Im Namen der Wissenschaft werden nicht nur Fakten verbreitet. Das gilt on wie offline. Aber Science Porn, der sich an den ethischen Anspruch der Wissenschaft hält und der Wahrheit zu dienen versucht, kann helfen, das Interesse an neuen Erkenntnissen zu steigern. Vor allem dann, wenn man den beteiligten Wissenschaftlern die Begeisterung für ihre Arbeit ansehen kann. Die Wissenschaft ist die Geschichte toter Religionen. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.